Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zu Fit im Herbst, heute mit Herbst-Yoga. Du darfst es dir also etwas gemütlich machen, aber nicht ganz gemütlich, denn wir werden uns stabilisieren und kräftigen. Also es wird schon eine Einheit sein, die etwas fordert. Wenn du Pausen brauchst, mach Pausen und mach immer so, wie du dich wohlfühlst natürlich. Ich hoffe, du bist energiegeladen von gestern. Wir hatten ja gestern so ein bisschen Faszientraining, Schwünge, Federungen. Jetzt sind wir voller Energie, unser Körper ist voller Energie und wir können starten mit Herbst-Yoga. Und du stellst dich natürlich zuerst mal aufrecht hin. Bevor wir loslegen, deine Füße stehen hüftschmal, deine Knie sind durchlässig. Lass die Arme einfach neben dem Körper hängen, ganz entspannt. Lass deinen Blick im Horizont und spür einmal deinen Körper. Wie fühlst du dich? Wie geht's dir heute? Du darfst auch gerne deine Augen schließen und dich einen Moment lang wahrnehmen. Vielleicht nimmst du auch deine Atmung wahr. Durch die Nase ein, durch den Mund wieder ausatmen. Wenn du möchtest, kannst du auch durch die Nase ausatmen. Spür den langen Ausatmen. Und öffne mit dem nächsten Ausatmen nochmal beide Augen. Nimm dich wieder bewusst im Raum wahr. Und lass deine Schultern einatmend nach oben ziehen und ausatmend nach hinten unten. Einatmen und ausatmend nach hinten. Ganz entspannt, ganz locker. Löst du deine Schultern nochmal, ziehst sie nach hinten unten, nimmst die Arme einmal nach vorne, nach oben. Jetzt kannst du die Arme auch mehr öffnen. Wichtig ist mir, dass dein Nacken entspannt sein kann. Also je enger du deine Hände hier schließt, umso enger wird es auch im Nacken. Schau mal, wie es für dich angenehm ist. Wenn du ausatmest, gehst du wieder tief. Einatmend nach oben und ausatmend wieder tief. Dein Tempo. Lass dich von mir nicht hetzen. Immer in deinem Tempo arbeiten. Wenn du jetzt ausatmest, hebst du einmal dein rechtes Bein. Es kann ganz wenig sein, kann aber auch schon so ein bisschen höher sein. Und wenn du einatmest, setzt du den Fuß wieder ab und wechselst gleich mal die Seite. Entweder nur ganz leicht heben oder höher nehmen, so dass du dich auf alle Fälle etwas aus der Balance bringst. Nochmal dein Brustbein in Richtung Decke bewegen. Und spür mal, wie du dich da wirklich aus der Balance bringst. Wenn du auf einem Bein stehst, müssen deine Stabilisatoren sofort aktiv werden. Noch einmal dein rechtes Bein heben. Jetzt nimmst du deine Arme noch mehr nach oben und versuchst einen Moment hier zu stehen. Lass den Atem fließen, Nase ein, Nase aus oder Mund aus, wie es für dich angenehm ist. Halte dich. Gleichgewicht erfrischt unser Gehirn, Gleichgewichtstraining. Langsam wieder tief, sehr schön. Und gleich nochmal wechseln. Anderes Bein, muss die Arme gleich zur Decke heben. Heb dein Knie so weit, wie du aufrecht stehen kannst. Vielleicht merkst du auch einen Unterschied zwischen rechts und links. Und komm dann langsam nochmal tief mit dem Ausatmen. Löse deine Arme. Lass die
Die Schultern kreisen, die Schultern locker. Schließ dann einmal deine Füße. Atme ein, streck dich, heb dein Brustbein ruhig in Richtung Decke. Ich mache seitlich mit, du darfst gerne so bleiben, damit du mich besser sehen kannst. Einatmen und wenn du jetzt ausatmest, nimmst du deine Arme über die Seite tief und kommst gleich mal nach unten. Lässt hier völlig entspannt dich ganz locker hängen, du darfst deine Knie gerne beugen. Jetzt beug wirklich nochmal deine Knie, mach deinen Rücken ganz gerade und nimm deine Arme über die Seite nach oben. Schließ deine Hände oder lass sie so ein bisschen geöffnet und entspanne. Einatmen, Länge, Brustbein heben. Ausatmen, tauch nach vorne. Lass dich hier fallen. Beug deine Knie, Fingerspitzen am Boden, Rücken gerade. Komm über die Seite, nach oben und entspann dich. Gleich nochmal einatmen, ausatmen tief, locker, beugen, ein und aus. Entweder über vorne oder über die Seite. Und aus. Spür die Dehnung. Beugen. Hochziehen. Und aus. Letztes Mal noch. Einatmen. Brustbein heben. Ausatmen. Nach vorne tauchen. Und jetzt bleibst du hier. Lässt ganz locker. Öffne deine Füße hüftschmal. Und beuge jetzt dein linkes Knie. Deine linke Hand geht nach außen zur Außenkante des rechten Fußes. Du darfst dich da unten reingreifen und streck deinen rechten Arm in Richtung Decke. So weit wie du kannst, dich hier nach oben ziehen. Rechts langes Bein, links gebeugt. Bleib ein paar Atemzüge hier. Atme aus. Löse den Arm, lass dich fallen nach unten, wechsel dann gleich, beug dein rechtes Knie, rechte Hand links an den Fuß und dein linker Arm zieht dich nach oben. So weit wie es geht, dich aufdrehen, deinen Brustkorb aufdrehen. Atme aus, löse, lass ihn nochmal fallen, beug deine Knie, atme ein, jetzt kannst du die Füße gern nochmal schließen, aber wir gehen jetzt sofort zurück, das heißt, du gehst mit den Händen nach unten, Beine strecken und hier in die Liegestützposition kommen. Du kannst einen Moment die Knie absetzen und dich nach hinten Richtung Fersen setzen, einen Moment lang entspannen. Handgelenke lösen. Dann komm nochmal nach vorne. Hände unter deine Schultern. Streck deine Beine. Bleib hier. Und atme jetzt aus. Zieh dein rechtes Bein ran unter deine Brust. Und versuch deinen Körper so weit wie es geht in Richtung Decke zu ziehen. Und komm wieder zurück in die Liegestütz. Ein. Atme aus, andere Seite hochziehen und ein und spür deine Bauchmuskeln, auch wenn du hier wieder zurückkommst, in die Liegestütz, Oberkörper, Oberschenkel in einer Linie. Wird's warm. Noch einmal. Und wieder zurück. Jetzt beug deine Knie.
Lass dein Brustbein in Richtung Boden sinken. Streck die Füße. Drück dich ganz leicht in so eine ganz einfache Kobra. Schultern zurück. Komm wieder tief. Drück dich nach oben. Nimm deine Fersen in die Luft und lass dein Brustbein Richtung Oberschenkel ziehen. Du darfst die Knie auch strecken, wenn du das möchtest. Wenn du willst, probierst du dich da so ein bisschen aus, beug und streck dein rechtes, linkes Knie. Dehn deine ganze Rückseite. Und dann nochmal beide Fersen tief. Nächstes Einatmen. Kommt dein rechtes Bein nach vorne. Zieh es vor. Du kannst auch helfen mit der Hand. Beug dein Knie. Atme ein und jetzt schraub dich einmal nach oben. Wenn rechts vorne ist, ich drehe mich jetzt nur mit dir mit, dann kommt dein linker Arm hoch und du schraubst dich hier rauf, bis du beide Handflächen zum Boden hast. Und jetzt nimmst du die linke Außenseite des Fußes runter, drehst die Hüfte zu mir auf, beug dein rechtes Knie richtig weit und hab das Gefühl, dich zieht jemand hier auseinander. Dein Oberkörper ein bisschen in die Mitte nehmen. Jetzt atme ein. Linke Hand geht zum Oberschenkel oder Unterschenkel. Zieh dich weit in Richtung Decke. Nochmal einatmen, lösen, ausatmen. Stütz dich vorne ab und zieh mit deiner linken Hand weit über deinen Körper. Das Ganze machen wir jetzt zügig im Wechsel. Einatmen, bleib tief vorne. Aufrichten, ausatmen, lösen. Gleich nochmal einatmen. Noch einmal. Und dann drehst du dich noch einmal wieder auf. Gehst mit deinen beiden Händen tief und nimmst dein Bein zurück in diesen herabschauenden Hund. Auch hier kannst du jetzt wieder ein bisschen arbeiten mit deinen Knien, beugen, strecken. Beide Fersen tief. Einatmen, linkes Bein nach oben und zwischen deine Hände nach vorne durch. Beug dein Knie über der Ferse. Atme ein, schraub dich mit deiner rechten Hand beginnend nach oben. Nimm gleich den Fuß mit der Außenkante auf den Boden. Becken zu mir ausrichten, Oberkörper mittig, richtig schön tief sinken. Schultern entspannen. Und dann nimmst du deinen linken Arm hoch, atme ein, zieh dich lang. Kurz einen Moment hier halten. Einatmen, ausatmen, zieh dich mit deiner rechten Hand ganz lang. Dehn deine Seite. Versuch das Ganze wieder zu verbinden. Einatmen, länger und aus. Über den Kopf ziehen. Ein, länger und über den Kopf. Bleib tief sitzen. Nochmal einatmen. Und ein letztes Mal noch. Der Oberschenkel heißer. Dreh dich jetzt wieder auf.
zum Bein, nimm die Hände nach unten und schieb dich noch einmal hier zurück. Bleib da. Beugen, streck ruhig dein rechtes und linkes Knie. Und dann beugst du nochmal beide Knie. Setz dich nach hinten in Richtung Fersen, lange Arme. Wenn du jetzt einatmest, kommst du nach vorne, gehst mit deinem Brustbein Richtung Boden, atme aus, schieb dich nochmal nach oben. Noch einmal lang zurück, kleinen Finger, Zeigefinger auf den Boden drücken und ausatmend dich hochschieben. Ein, Finger spreizen und aus. Trizeps. Ausatmen nach oben. Einatmen zurück. Wenn es nicht mehr geht, Pause machen. Denk dran, dass deine Ellbogen ganz eng am Körper sind. Und du dich wirklich ausatmend hier wieder nach oben schiebst. Zwei Stück noch. Weit zurück. Und ein letztes Mal noch. Und kurzen Moment entspannen. Du darfst die Stirn gerne auf den Boden ablegen. Die Arme lang nach vorne. Lass dein Brustbein Richtung Boden sinken. Komm dann wieder nach vorne. Einmal deine Beine nach vorne rutschen lassen. Zum Sitzen kommen. Und sitzen bleiben. So, dass du dich erst einmal aufrichten kannst. Fass ruhig dein Schienbein. Du kannst es auch entweder einfacher gestalten oder schwieriger mitmachen. Jetzt versuchst du, dein Brustbein zu heben. Und mal dein rechtes, linkes Bein anzuheben. Du kannst auch gerne die Oberschenkel fassen, dich aufrichten. Wenn du möchtest, bleibst du auch so und hältst dich fest. Du kannst auch gern versuchen, deine Arme hier nach neben den Körper zu strecken. Mach so, wie es für dich geht. Atme aus, versuch beide Beine zu strecken. Atme ein und beugen. Also entweder mit festhalten oder ohne. Probier's. Und ein, wie du willst. Es darf auch wackeln. Und wenn du möchtest, hältst du dich fest. Dann zweimal noch. Ausatmen, Streckung. Und Füße absetzen und einen Moment lang so richtig dich hängen lassen, ganz rund werden. Kopf hängt, Nacken entspannen. Dich noch einmal aufrollen und nach unten. Oberschenkel fassen, abrollen in die Rückenlage. Arme neben den Körper, am besten mit den Handflächen in Richtung Decke. Und jetzt versuchst du, deine Füße in den Boden zu drücken. Schieb dein Steißbein Richtung Ferse und roll dich ganz langsam auf. Die Beine ruhig etwas mehr schließen. Ein Bein zur Decke strecken. Und jetzt versuchst du, mit dem langen Bein dein Becken zu heben und zu senken. Versuch, das Gefühl zu haben, dein Bein schiebt dich dann nach oben.
Halte oben, halte und versuch die linke Ferse zu heben. Zieh dich höher, höher, höher. Halte, halte, halte. Ganz Krampfpause machen. Und Ferse wieder ab. Unterschenkel absetzen. Fuß absetzen und einen Moment abrollen. Nachspüren. Eine letzte Seite. Weg nochmal anheben. Nach oben rollen bis maximal Schulterblattspitze. Linkes Bein zur Decke strecken. Versuch dich lang zu machen. Und jetzt schieb dich hoch. Halte oben und versuch die rechte Ferse zu heben. Noch weiter halten und stabilisieren. Atmen. 3, 2, 1. Ferse ab. Unterschenkel fallen lassen. Fuß aufstellen. Und abrollen. Locker lassen. Beine entspannen. Hol dir deine Knie einfach nacheinander zu dir nach oben. Mach dich einen Moment lang klein. Zieh die Knie ran, spür die Dehnung jetzt im Gesäß. Und nimm dann deine Beine in den rechten Winkel hier nach vorne. Arme seit, schon ein bisschen zu dir. Arme liegen seitlich. Und versuche jetzt einatmen, deine Knie eine Seite, Kopf zur Gegenseite, Schultern bleiben unten und ausatmend, hol deine Beine wieder zurück. Nochmal einatmen zur anderen Seite und ausatmend aus deiner Mitte wieder zurück. Ein. Immer in deinem Tempo, schräge Bauchmuskulatur. Jede Seite noch einmal einatmen. Ein letztes Mal noch. Bleib hier in der Mitte. Ein Endspurt, beide Hände nach vorne. Und jetzt versuchst du ausatmend, Kopf anzuheben, Beine lang werden zu lassen. Der untere Rücken darf ganz leicht in der Luft sein. Beug noch einmal ein und aus. Spannung im Bauch. Strecken. Du musst nicht so weit nach unten wegschieben. Es reicht, wenn die Beine hier sind. Völlig okay. Einmal noch. Und dann halte einen Moment. Bleib hier. Halte und ranziehen, Füße nacheinander abstellen. Nimm deine Fußsohlen zusammen, lass deine Knie nach außen kippen und entspann dich, Handflächen zur Decke. Gern deine Augen schließen und tief in deinen Bauch ein- und ausatmen. Lass deine Bauchdecke sich heben und senken. Schließ dann nochmal vorsichtig deine Knie. Streck dein rechtes Bein nach unten aus. Drück mit dem linken Fuß in den Boden. Heb dein Becken ein Stück nach links rüber.
Und lass jetzt dein rechtes oder das linke Knie nach rechts fallen. Kopf zur Gegenseite. Die Arme, Rücken ein Stück weiter nach außen. Und hab das Gefühl, dein Steißbein verlängert sich immer weiter in Richtung Ferse. Kannst das Knie auch höher ziehen oder tiefer nehmen. Komm nochmal langsam wieder zurück mit dem Bein. Stell den Fuß auf, nimm dein Becken in die Mitte. Was immer schön ist, zu vergleichen, streck die Beine, spür den Unterschied zwischen rechts und links. Merkst du vielleicht jetzt, wie die eine Seite länger geworden ist. Und dann nimmst du deinen rechten Fuß aufstellen, nach rechts deine Hüfte und dein Knie nach links kippen lassen. Kopf zur Gegenseite. Schau, was dir angenehm ist, wie hoch du das Knie haben möchtest. Und hab das Gefühl, dein Steißbein wird immer länger und zieht immer weiter in Richtung Ferse. Und dann ausatmen, wieder langsam zurück, Fuß abstellen, Becken in die Mitte holen, kurz vergleichen, Beine ausstrecken. Und jetzt darfst du deine Hände ein Stück näher ranholen, die Augen schließen und nochmal völlig entspannt liegen bleiben. Wenn du willst, drück auf Pause und bleib einfach so lange liegen, wie du jetzt Lust hast. Versuch ganz bewusst wieder zu atmen, das Ausatmen zu verlängern. Und hab das Gefühl, du wirst schwerer und schwerer auf dem Boden. Deine Beine werden schwerer, deine Arme, dein Gesäß und dein Rücken. Und dein Kopf, die sinken in den Boden hinein. Und wenn du Lust hast, dann kannst du ganz langsam anfangen, dich wieder zu bewegen, deine Hände und Füße bewegen, so ein bisschen strecken und räkeln und dich langziehen, deine Augen auch wieder öffnen und dann die Füße einfach mal aufstellen, auf die Seite kippen, kurzen Moment noch seitlich liegen bleiben. Und dich dann eins weiter nach oben drücken. Gleich nochmal eins weiter kommen in den Vierfüßlerstand. Die Hände unter die Schultern. Deinen Rücken rund werden lassen. Und bewege ihn jetzt auch mal nach unten. Vielleicht möchtest du deinen Rücken kreisen. Ganz locker oder auch Richtungswechsel. Dann nimm deinen Bauchnabel nochmal in Richtung Boden. Schau nach vorne, stell die Fußspitzen auf. Komm noch einmal in so ein
herabschauenden Hund. Du darfst gerne die Knie beugen. Drehte rechts, links. Und während du so trittst, marschierst du nach vorne in Richtung Hände. Dann beugst du deine Knie und rollst dich über deine Mitte. Erst ein Stück hoch. Du musst dich gerne noch abstützen. Komm höher zum Stehen, wieder nach oben. Richte dich auf. Lass locker. Sehr gut. Atme ein. Lass deine Füße nochmal hüftschmal. Und jetzt nimm deine Oberarme, rück ganz an die Ohren. Hände schließen. Beug die Knie. Und beug jetzt rechts ein Stück mehr, sodass du deine Körperhälfte rechts lang ziehst. Atme aus. Links mehr beugen. Deine linke Körperhälfte. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Und dann kommst du wieder zur Mitte zurück, löst die Arme, lässt sie fallen, Schultern lösen, einmal beide Hände hinten fassen. Brustbein aufmachen. Mit dem Ausatmen lässt du jetzt gebeugte Knie nach vorne sinken. Und zwar so weit, wie das deine Arme zulassen. Dann komm, zieh dich mit den Händen wieder nach oben. Komm zum Stehen. Lass die Schultern fallen. Nimm deine rechte Hand in deine linke Taille, halte sie fest und nimm deinen Kopf auf die linke Seite. Spür die Dehnung im Nacken. Komm über vorne wieder zurück. Nimm gleich deine linke Hand, fass sie in deine rechten Taille und nimm den Kopf nach rechts. Komm nochmal langsam wieder zurück zur Mitte, löse auf, atme ein, streck dich, atme aus, lass dich fallen, atme ein, nochmal Länge und nochmal aus, ein und mit dem Ausatmen Hände schließen, vor dein Brustbein ziehen und entspannen. Vielen Dank fürs Mitmachen. Sehr schön. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du fühlst dich jetzt wohl in deinem Körper. Wir haben uns durchgedehnt, einmal komplett durchgekräftigt. Wenn es dir gefallen hat, ich freue mich immer über einen netten Kommentar unten oder natürlich über ein Gefällt mir. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, mach das. Ist kostenfrei. Dann bekommst du immer mit, wenn ich wieder ein neues Video auf YouTube lade. Falls du Lust hast, meine Arbeit wertzuschätzen, so als Energieausgleich, zum Beispiel mit monatlich 2,50 Euro oder 5 Euro oder 10 Euro, was du Lust hast, den Link findest du unten bei deiner Unterstützung. Vielen Dank. Freue mich aber auch, wenn du ganz einfach so dabei bist. Wenn du möchtest, sei natürlich auch morgen wieder dabei. Morgen werden wir ein bisschen Ausdauer trainieren. Morgen heißt die Einheit Herbstlaune, also sei auf alle Fälle wieder dabei. Die Playlist zu diesem Herbstfitness-Training, die findest du auf meinem Kanal. Da sind noch ganz viele andere Playlists und Challenges und Übungsreihen. Also vielleicht einfach mal auf meinen Kanal schauen. Da findest du dich noch viel besser zurecht unter all den Videos. Oder ganz einfach, bis zum nächsten gemeinsamen Workout.